Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei den Amiibo Battles. Im letzten Part hatten wir die Peach Amiibo. Die war sehr, wie soll ich sagen, durcheinander irgendwie. Am Anfang war sie ziemlich aggressiv, aber dann gegen Ende des Kampfes hat sie mehr so auf Defense gearbeitet. Sie ist mehr geflüchtet und mehr ausgewichen, hat kaum noch angegriffen. Irgendwie verstehe ich den Sinn der Amiibos manchmal nicht, warum die sich so stark unterscheiden und was genau es bewirkt, also was genau der Grund ist, warum manche Amiibos so komplett unterschiedlich sind. Ja, ich habe einen aggressiven Ness, ich habe einen sehr provozierenden Mario und ich habe eine Samus, die nur dodgt und es ist sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch, aber deswegen finde ich diese Reihe, die ich hier auch mache, diese Smash Amiibo Battle Reihe, auch so interessant, weil die Amiibos einfach, du weißt nicht, was dich erwartet. Wird der dich jetzt zu Tode trollen oder wird er dich jetzt voll aggressiv offstage spiken und was weiß ich was machen? Und heute wird es sehr, sehr speziell, wie schon gesagt. Heute ist, wie ihr schon, wie gesagt, am Titel lesen könnt und erkennen könnt, die Zelda Amiibo dran. Warum bin ich jetzt hier so am Verzweifeln? Ich meine, ich brauch's euch nicht sagen. Jeder, der Smash gespielt hat, der weiß, wie anstrengend es ist, gegen eine Zelda zu spielen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, als Zelda spielen oder gegen Zelda spielen. Ich habe sie Hylia genannt, für die Leute, die irgendwelche Zelda-Spiele gespielt haben, die wissen, was das bedeutet. Deswegen brauche ich da jetzt auch nicht genauer drauf eingehen. Doch bevor wir loslegen, die Amiibo, die ich hier habe, die ist ja noch die Smash 4 Zelda. Das ist ja die Zelda aus Twilight Princess gewesen, falls sich irgendwer noch an Smash 4 erinnert. Ja. Und es ist, ich muss ganz klar sagen, Zelda gefällt mir in diesem Spiel überhaupt nicht. Ja. In Smash 4 war sie ja noch, also in Smash 4 war sie auch schwer gegen anzukommen, weil Zelda einfach generell schwer ist gegen anzukommen, wie ich finde. Aber in Ultimate ist es einfach 18.000 Mal schlimmer. Die Smash 4 Zelda war wenigstens hübsch, ja, und nicht so nervig wie die hier. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die ganze The Legend of Zelda Reihe hat sich bei mir seit Ultimate rauskam einfach verschlechtert, ja. Ich weiß, das, was ich jetzt sage, wird viele Leute vielleicht ein bisschen stören, aber ich bin halt einfach kein Breath of the Wild Fan, ja. Ich habe den Smash 4 Link und die Smash 4 Zelda geliebt. Ich habe es geliebt, als Link in Smash 4 zu spielen, weil das der Twilight Princess Link war und die Twilight Princess Zelda ist hübsch, deswegen finde ich auch die Amiibo toll, deswegen habe ich die Amiibo auch überhaupt, weil Smash 4 Zelda einfach hübsch ist, weil es die Twilight Princess Zelda ist. Ja, und dann kommt Ultimate raus und auf einmal ist es der Breath of the Wild Link mit einer ganz neuen Stimme und und dann hast du diese Link Between Worlds Zelda, die einfach dieser total nervige Taunt, wo sie so ekelhaft lacht, so, ach, nee. Nee. Also, was Zelda angeht, seit Ultimate rauskam, bin ich an der Reihe einfach gar nicht mehr interessiert. Wenn, dann spiele ich nur noch die alten Games. Und mit den Zelda-Charakteren in Smash habe ich sowieso gar nichts mehr zu tun. Ich vermisse den alten Link. Hier, es muss immer der Breath of the Wild Link sein. Ach, ich will den alten Link wieder haben. Aber gut, kann ich nicht ändern. Und jetzt muss ich gegen Zelda spielen. Das wird richtig ekelhaft. Welchen Skin nehme ich eigentlich? Ich habe ihr den Skin gegeben, weil ich den Skin mag. Ich könnte den nehmen. Oh, nee, das ist der. Das ist der gleiche Skin. Ja, dann nehme ich den blauen. Blau ist hübsch. Blau ist immer hübsch. Ja, Leute, das wird jetzt richtig grauenhaft. Ich habe keine Ahnung, wie die mich jetzt auseinandernehmen wird. Das könnte die... Erstmal schauen, was die macht. Die macht schon wieder gar nichts. Okay, jetzt macht sie was. Ja, genau. Jetzt geht's los. Was kann Zelda überhaupt? Das ist auch so eine, die tauntet. Na super. Das ist ja gar nicht toxic. Aber ey, das passt doch zu Zeldas Charakter, oder nicht? Also zu dieser Zelda auf jeden Fall. Die Smash 4 Zelda war ja viel, viel besser einfach. Ja, und dann, was macht die denn da? Das ist doch... Okay, da könnte man den Spider-Man-Meme reinpacken. Das war gerade perfekt. Achtung. Ich habe einen Reflektor, ne? Ich habe doch den... dieser Move ist so broken. Ich weiß nicht warum, aber... Wann immer man das hier benutzt, ist man safe.
Es gibt keinen Move. Das ist so... Guckt euch das mal an. Die Zelda kann einfach gar nichts machen, wenn ich diesen Move spamme. Ich könnte legit einfach mit Neutral B gewinnen. Gegen eine Level 50 Amiibo. Aber ich werde das jetzt nicht die ganze Zeit spammen. Das macht man ja nicht. Ich habe ja wenigstens Anstand. Oh, tschüss. Ich habe es ihr voll gegeben. Stimmt, sie hat ja diesen krassen Tritt. Der voll stark ist. Nein. Ich glaube, sie hätte mich da mit einem Backthrow killen können. Stimmt, sie hat ja noch diesen komischen Ritter hier. Phantom, hey. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Kann ich... Okay, ich kann nach Side die Up-B machen. Ich glaube, das ging in Smash 4 nicht. Die könnte mich locker killen, aber sie kriegt das irgendwie gerade nicht hin. Das macht mir nur mehr Angst. Oh Mann. Stellt euch mal vor, der Tritt hätte gesessen. Okay, ich bin tot. Ja. Ah, oh, der Taunt. Das ist halt so richtig toxisch einfach, ne? Das könnte locker eine For Glory Zelda sein. Eine schlechte For Glory Zelda. Ja, ich hab's gesagt. Oh, ich hätte das reflektieren können. Aber dann hätte sie es auch reflektieren können. Dann wäre ich vielleicht bei 0% gestorben. Deswegen, ich glaube, ich sollte gar nichts reflektieren. Einfach aus Sicherheit. Weil wer weiß, ob die Amiibo das nicht auch dann... zurückreflektiert, weil sie das kann. Kannst du mal aufhören, meine Angriffe zu parryen? Das wäre ganz nett. Okay, das ist ja richtig disgusting. Okay. Wieso ist sie jetzt darauf eingefallen? Das ist so ein Kampf zwischen Armut und Elend. Wirklich. Richtig ekelhaft, der Fight. Macht das überhaupt Spaß beim Zugucken? Jetzt mal ohne Witz. Ist doch voll lame. Soll ich auch mal taunten eigentlich? Soll ich auch mal auf das Niveau zurückfallen? Mann, ich bin gerannt. Irgendwie kriege ich das bei ihr nicht hin. Ich will rennen und sie geht. Aber stell dir mal vor, das hätte geklappt. Warum probiere ich das überhaupt? Ich verstehe die Leute nicht, die Zelda spielen. Es macht nicht mal Spaß. Da finde ich Peach's Playstyle 5-mal besser. Irgendwie... Okay. Kein Taunt. Interessant. Natürlich, jedem das seine, ne? Manchen Leuten macht es mehr Spaß, mit Zelda zu spielen. Anderen Leuten macht es mehr Spaß, mit Peach zu spielen. Dagegen sage ich natürlich jetzt nichts. Nein! Ich bin wie ein Vollidiot in den F-Smash reingelaufen und das musste sie natürlich taunten. Das ist so disgusting. Disgusting behavior. Ich hätte sie vielleicht werfen sollen. Mann, nerv nicht. Geh jetzt nach Hause. Komm. Ich verliere das noch, habe ich das Gefühl. Guck dir das an. Ist das nicht True Combo, wenn sie Down Throw into Up Air macht? Ist das nicht True Combo eigentlich? Ah, ist aber nicht so einfach, irgendwie hinzukriegen. Ich weiß, dass ihr Up Air total broken ist. Und richtig groß. Ich verliere das noch. Und sie taunted. Leider kann ich mit dem Up Air nicht treffen. Nein! Ich hab voll Angst! Okay, sie ist tot. Okay, oh Leute, ich bin so froh, dass sie tot ist. Meine Güte, ey. Gegen Ende habe ich ein bisschen geschwitzt, muss ich klar zugeben. Das war knapp. Und voll weird schon wieder, oder? Ich meine, sie ist jetzt wieder so eine Amiibo gewesen wie Mario und Luigi. Gab es eigentlich noch eine andere Amiibo, die getauntet hat, außer Mario und Luigi? Nicht, dass ich wüsste. Mir fällt da gerade keiner ein. Alter, wir haben 5 Minuten gekämpft. Are you serious? Und wir haben fast gleich viel Prozent gemacht. Sie hat 3% mehr gemacht als ich. Aber ich habe gewonnen. Gut. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich sonst noch zu dieser heutigen Folge sagen soll. Wieder ein First Try.
Das ist auch interessant. In letzter Zeit kriege ich sehr viele First-Try-Amiibos hin. Aber hey, ich habe dagegen nichts. Das ist dann weniger Schneiderarbeit für mich. Deswegen, wie gesagt, ich habe da nichts gegen. So. Das war's dann auch für die heutige Folge. Das ging ganz schnell, zum Glück. Ich hätte gedacht, dass es viel, viel schlimmer wäre. Aber wir haben es ja noch gut hinbekommen. Wie gesagt, wer die nächste Amiibo ist, kann ich euch wieder nicht sagen. Ich bin mir da immer unschlüssig. Ich weiß es immer nicht. Das ist dann immer für mich so, wenn ich mich gerade dazu entscheide, jetzt eine Amiibo-Folge aufzunehmen, dann muss ich natürlich immer erstmal gucken, ist die Amiibo schon Level 50? Ja, weil manche sind ja schon Level 50 bei mir, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Manche Amiibos sind bei mir schon Level 50 und das muss ich dann immer nachgucken. Und das heißt, immer kurz nachdem ich die Amiibo-Folge beende, weiß ich, wer die Amiibo fürs nächste Mal sein wird. Das heißt, ihr könntet jetzt meine Live-Reaction sehen, wenn ich das jetzt nachgucken würde, live im Video, aber das mache ich jetzt nicht. Gut, ich will nicht weiter den Part in die Länge ziehen, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, bei dem heutigen Amiibo-Battle, so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bleibt clean, until next time. Habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Bye, bye.